vorne kommt die Seilbahn hoch. Ganz unten im Tal sieht man schön die Aare. Hinter diesem Baum wäre Solothurn. Da vorne ist noch eine Kirche oder eine Kapelle, besser gesagt. Die werden wir jetzt auch schnell mal besuchen. Und hier oben das Kurhaus Weißenstein. Oh, schade. Siehst du? Ah, oder da? Ah, das ist eine elektrische Türe. Hier dann mal rein. Eine schlichte Kapelle. Ein letzter Blick in die Aare-Ebene, in das Mittelland runter. Und da nochmal das Hotel und Kurhaus. Da hinten, genau hier, das ist die Hasenmatt. Da war ich ja letztes Mal oben. Der letzte Wanderung von Grenchen hier auf den Weißenstein. Da vorne die moderne Seilbahnstation. Und jetzt geht die Wanderung hier diese Treppe runter Richtung Tal. Ich habe da ganz einen schönen Wanderweg. Gestern Nacht hat es noch geregnet, es ist alles nass. Von dem her muss man ein bisschen aufpassen, weil die Steine hier im Jura und die Wurzeln hauptsächlich sind zum Teil sehr gefährlich zum Ausrutschen. Aber da habe ich jetzt keine Bedenken hier runter. Und da ist noch eine Bike-Strecke. Die wurde gerade neu angelegt. Da hier komme ich jetzt gerade runter durch diesen Weg.
schön die Vögel, wie sie zwitschern. Und da geht es jetzt weiter. Ziemlich steil. Da habe ich jetzt schon die Zwischenstation erreicht. Da macht die Bahn einen Bogen, um ins Tal runterzufahren oder um hochzufahren. Ich habe jetzt schon ziemlich einen langen Abstieg hinter mir und geht auch noch weit bis ins Tal hinunter. Da oben wäre der Weißenstein. Und ich befinde mich hier übrigens auch auf dem Weißenstein-Passwang-Weg. Da bin ich jetzt runtergekommen. Und da hier vorne geht mein Wanderweg weiter. Einen Blick zurück. Da oben ist noch die Seilbahn. Und ich gehe jetzt da in einem Seitental ziemlich steil auch wieder runter. Das da hier ist jetzt mein Abstieg. Und da geht es noch ziemlich lange runter. Von da hier komme ich jetzt her. Und da drüben im Wald sieht man die Bike-Strecke. Schön ausgebaut. Und da unten ganz schöne Felsformationen. Bin da immer noch im Jura drin. Wird immer steiler. Da irgendwo werden noch Bäume gefällt. Und ich habe jetzt doch schon ziemlich viel an Höhe verloren. Jetzt wird es langsam interessant. Da unten ist es doch jetzt ziemlich felsig. Da daneben ist ein kleines Bächlein. Kommt nicht so vieles Wasser, aber jetzt. Da bin ich jetzt gerade runtergekommen. Da kommt auch die Bike-Strecke runter. Und da ist eine ganz enge Stelle. Da unten sieht man ins Mittelland hinaus. Und da geht es wieder ziemlich steil hoch. Und da kommt auch noch ein Wanderweg runter. Also matt. Sieht man ins Mittelland herunter.
Da hier ist noch ein Steinbruch. Da wird noch aktiv Material rausgeholt. Jetzt bin ich von meinem offiziellen Wanderweg abgebogen. Dann noch einen kleinen Abstecher. Da hinten soll es noch Dinosaurierspuren haben. Geh die noch mal anschauen. Ich bin schon bald bei der interessanten Stelle, bei den Dinosaurierspuren. Das muss wirklich was Interessantes sein. Jetzt geht es dann noch ein bisschen hoch. Und dann bin ich gespannt, was man da sieht. Das jetzt diese riesige Felswand mit den Dinosaurierspuren. Da hier sind sie, diese Gegend da. Und weiter unten, hier hat es auch noch. Das sind die Dinosaurierspuren. Riesengroße Füße. Und das, da ist noch die Umgebung. Da war früher übrigens auch eine Grube. Die ist jetzt zum Glück aber stillgelegt worden, wo man dann diese Dinosaurierspuren hier gefunden hat. Das da hier ist noch einmal von dieser Flur. Ist recht groß. Übrigens, im Jura hat es etliche solche Stellen. Da noch mal einen Blick auf die Saurierspuren. Da hier habe ich eine Waldautobahn. Sehr schön zum Wandern. Kommen wir da jetzt ein bisschen schneller vorwärts als beim Abstieg vom Weißenstein. Kommt schöner Wald. Jetzt habe ich wieder einen kleinen Aufstieg. Einer von den wenigen, die ich heute habe. Jetzt bin ich bei der Talstation. Hier in Oberdorf.
da durch dieses Tal da oben bin ich runtergekommen. Jetzt geht mein Wanderweg über diesen Parkplatz und dann weiter Richtung Solothurn. Da oben ist der Bahnhof und auf der rechten Seite geht ein Tunnel durch den Jura. Und hier habe ich einen Blick in die Ebene runter. Das ist also doch noch ziemlich weit runter. Blick auf Oberdorf. Wäre noch eine schöne Kirche, aber sie ist mir einfach zu weit weg. Da müsste ich wieder ins Tal runtersteigen und dann wieder hier hoch. Schön da oben. Blick nach Solothurn da unten. Kommt immer näher. Ein romantischer Ort. Auch ein sehr schöner Wanderweg. So macht das riesigen Spaß zu wandern. Zum Glück bin ich nicht mehr im Jura oben, weil dort ist ein Gewitter. Zum Teil sehe ich, dass es ganz schwarz ist. Ich habe zum Glück noch Sonne und komme jetzt dann da vorne immer mehr vom Jura weg. Zum Glück. Sonst werde ich auf einmal auch noch nass. Da ist alles voll mit Bärlauch, der schon schön blüht. Jetzt habe ich den Wald verlassen. Hier unten wird wahrscheinlich irgendwie Gemüse oder so irgendetwas angepflanzt. Ganz ein schöner Weg. Schon bald bin ich bei der Einsiedelei und der Verena-Schlucht. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Bis jetzt hatte ich noch Glück. Der Regen ist noch nicht bei mir angelangt. So, jetzt geht es wirklich mit großen Schritten der Verena-Schlucht entgegen.